Servus, hier ist wieder dein Grizzly und der Friedrich, servus. Servus. Heute das erste Mal, dass ich auf dem Main unterwegs bin. Freifließender Main ohne Schifffahrt, die Volkacher Mainschleife durch das Weinbaugebiet. Romantisch, richtig toll hier, malerische Landschaft. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. And action. Ich habe gelesen, es gibt ja Wildwasser 1, 2 und 3, aber es gibt es auch mit Zahmwasser. Zahmwasser 1, 2 und 3. Okay. Zahmwasser nach Geschwindigkeit, Fließgeschwindigkeit. Zahmwasser 1 ist die Naab zum Beispiel, die total steht, oder Altmühl. Okay. Ne? Ja. Aber ist vielleicht ganz interessant für Anfänger, ne? Die dann wissen, okay, Zahmwasser 3, oh, sollte ich vielleicht nicht gleich am Anfang machen, so schnelle Strömung. Ja. Ja, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich bin jetzt schon lange nicht mehr das schmale Board von mir gefahren hier. Das ist 20 cm schmaler fast. Und da schau mal hier, da bin ich so, muss ich gut aufpassen, dass es nicht kippt. Ne? Also umkippen tut es nicht, aber es ist gescheit wackelig. Ja, jedenfalls haben wir hier keine wahnsinnigen Gefahren, außer dass halt gescheite Strömung ist und man vielleicht so in der Mitte fahren sollte, nicht so viel außen. Wenn da die überhängenden Äste sind und dann da auch so Kehrwasser. Die Mainschleife, auf der wir heute unterwegs sind, ist die größte Meanderschleife, also die größte Schleife überhaupt in ganz Bayern. Und die ist jedenfalls so eine große, enge Kurve, dass die Schifffahrt da Probleme hat durchzukommen. Deshalb haben die da so einen Schifffahrtskanal einfach durch diese Schleife durchgeschnitten und da fahren jetzt die Schiffe. Für so Freizeitpaddler wie uns ist das natürlich klasse. Wir haben hier keine Schiffe, auf die wir treffen. Also jetzt fahren wir wieder raus aus diesem Altarmstück. Hier sind jetzt keine Schilder, da darf man reinfahren. Sollte man trotzdem respektvoll umgehen mit der Natur hier und wenn da viele Vögel sind, nicht rein. Aber da sieht man mal, wie der Main hier zieht. Der alte Main, unverbaute 12,5 Kilometer. Und wir haben dann natürlich wieder eine überraschend leckere kulinarische Pause dann. Da gibt es wieder Leckereien. Ah, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich drauf. Im Sonnenschein. Dann essen wir da. Da kann man bei den Weinbergen dann so Führungen machen. Ne? Und im Sommer ist beliebt, da wandern die kreuz und quer und kehren dann da und da ein. Und dann gibt es die Weine. Wie heißen die nochmal? Die Weinsorten, was hast du gesagt? Also es gibt Nordheimer Vögelein. Nordheimer Vögelein. Escherndorfer Lump. Escherndorfer Lump. Sieht schon stark aus da, die Weinhänge. Ja. Ach ja, das ist schon herrlich. Wir sind ganz schön am Kämpfen, ne, dass wir vorankommen. Wahnsinn. Boah, stark der Kormoran da. Aber der spinnt jetzt. Der sagt, ich habe bis jetzt, jetzt tut er die Paddelschläge auch anzeigen hier, die Uhr. Ach so. Die Garmin-Uhr. Der hat jetzt gesagt, ich habe bisher 19 Paddelschläge gemacht. Also bitte, 19 habe ich nur gemacht. Der will mich verarschen. Das ist deiner Frage, wo ich zeige. Die denkt nur, du wächst Sport. So ein Faulbär. Faulbär. Bei der Fähre Nordheim. Da sind Campingplätze und Fahrradwege und Feste im Sommer, da kannst du Ferien machen. Der Icarus glänzt wieder. Bist ja zufrieden damit, oder? Voll. Ja. Super. Genau. Weil einfach zu lernen, das Boot, einfach zu fahren, kannst relativ schnell was. Und ist nicht so total kippelig, ne? Ja, wie manche, dass du sofort auf der Schnauze liegst oder der Kopf über im Wasser. Ja. Der Marius, der hat auch einen Paddelkanal. Der Marius ist hier gefahren und da habe ich mir natürlich das Video vorab angeschaut, weil ich das hier gar nicht kenne. Und er zeigt es auch nochmal klasse hier, wie das hier ausschaut. Der war auch im Winter unterwegs und der Friedrich und ich, wir wollen da auch im Sommer mal fahren und das Ganze noch verlängern, eine größere Tour machen. Aber heute, weil wir es nicht kennen, haben wir gesagt, wir fahren einmal 12 Kilometer, es wird schnell dunkel, es ist noch kalt, aber die Sonne tut echt gut.
Ich brauche nicht mal Handschuhe, du hast auch keine Handschuhe. Nee. Also genial. Wahnsinn. Ist noch ganz schön stark hier. Naja, naja. Eisbrecher. Machst du einfach die Schlittschuhfläche kaputt da, Friedrich? Für heute Nachmittag. Genau. Ich kann es am Main einstellen als in am Kanal, als Eisbrecher. Also raus aus dem Baggersee. Ich mach den Vorkoster. Weil wir müssen auch wieder rauskommen, wenn es dann zu ist. Da strömt das Wasser hinein. Ja, da fahren wir rein. Ich fahre in der Mitte direkt rein. Das ist ja ein Riesentrumm, wo wir jetzt drin fahren. Ja, das wird auch von da wieder zusammengehen wahrscheinlich. Ja. Das ist aber ein Riesenviech. Ja. Wildwasser auf dem Main. Sieht klasse aus mit dieser, wie heißt das, wieder Trauerweide. Muss ich mal zum Flo wieder hin. Jetzt ist er schon ein ganzes Stück vorne. Mit seinem neuen, mit seinem schnellen Board, mit seinem langen Board. Da habe ich dann auch ein wenig zu tun, dass ich nachkomme. So, schauen wir mal, wie lange das ich brauche da vorne, bis ich dort bin. Ich muss jetzt mal da ausschalten, dass ich wieder ein Stück gleich melde mich dann wieder. So, jetzt sind wir wieder zusammen, mir zwar. Ich habe ihn wieder. Einwandfrei. Der Bart ist ein wenig gewachsen, hat jetzt doch ein wenig länger gedauert, wie ich gedacht habe. Das war jetzt aber ein starkes Stück, oder? Ja. Wie die ganze Zeit um mir so faulenzen, weil so eine Strömung ist, ist ein bisschen gearbeitet. Und wenn ich jetzt paddel, kannst du mal auf die Spitze schauen von meinem Board. Wenn du es vergleichst mit dem anderen Board, da hat es immer das Wasser richtig gegengeschoben. Ja. Und richtig draufgespült. Und hier schneidest du richtig, ja, genau, schön. Das ist wie bei dir, so du schneidest auch mehr. Genau. Und beim anderen wird jetzt gar nicht so schnell, weil es so breit ist, ne? Das geht ja mehr so. Wird flach. Haut es mir gleich auf die Nase. Nee, geht. Wie heißt jetzt der Ort? Oh, das ist eine gute Frage, das kann ich gar nicht sagen. Herrliche kleine Ortschaft hier. Und fragst du mal schnell in der Ortschaft, ob die einen Sonnenbrillenverkauf haben? Hä? Fragst du mal in der Ortschaft, ob die einen Sonnenbrillenverkauf haben? Ja, meine Sonnenbrille nicht dabei, das Blech darunter. Wahnsinn. Wirst blind. Aber geil ist es. Wow! Leckt mich fett. Ja. Das habe ich jetzt gescheit gemerkt an der Finne hinten, plötzlich wumm wumm. Da musst du aufpassen, dass die nicht reinfetzt. Wow. Diese Strudel da, Wahnsinn, wie stark die sind. Ja. Das merkst du hinten, als würde jetzt plötzlich hinten einer mit dem Paddel oder so dich schieben zur Seite. Genau. Du musst gut gegenhalten. Aber wichtig ist da, dass du nicht plötzlich aufhörst. Du musst weiter paddeln, weil dann bleibst du eher auf Fahrt. Ja. 12,6 ist die Länge. Einmal hier trocken. Unsere Bank. Das mache ich öfters, mein Board umdrehen. Und dann hocke ich mich da drauf. Dann haben wir einen Sitzplatz. Jetzt kommt er mal vor wie so ein Bootsjunge, weil die früher bei den Piraten, wo ich das Deck geschrubbt haben mit der Bürste. Jetzt ist der nächste, ich dann so ein Wuttel Bürste. Der Grizzly muss das Deck schrubben. Und ja.
Von Decathlon habe ich dieses kleine, was 5 Euro, so ein kleines Handtuchle. Kannst du schön zusammenfalten und dann da mit dem Ding einwickeln. Und dann haben wir schön die Rückseite. Jetzt glänzt die Rückseite wenigstens. Das Deck ist geschrubbt. Also erzähl mal, was gibt's denn heute? Was gibt's denn da? Bratwürste, fränkische geräucherte Bratwürste. Mit fränkischem Holz, Rauch geräuchert. Genau. Und hier selbst gebacken, selbst gekauftes Brot, ne? Ja, genau. Und danach gibt's noch Nachspeise. Haben meine Kinder fleißig gebacken. Die sind 6 und 8 Jahre alt, die Jungs. Ich habe eine Tochter auch noch. Aber die haben leckeren Zitronenkuchen. Die haben da gerieben, Zitronenschalen rein, Bio-Zitrone, 2 Zitronen rein. Und dann ist noch ein bisschen Milch drinnen. Also absolute Vitamine. Vitamin C-Bombe. Heute aber richtig. So richtig Vitamin C ist da drin. Die Zitronen sind ja richtig klasse, dass wir nicht krank werden, ne? Also Mahlzeit. Mahlzeit. Prost. Prost. Mahlzeit. Ist das der Killerbiber, der da kommt? Schaut so aus. Ein Brocken ist das. Killerbiber. Das ist auch ein Tee. Mhm. Das ist ein Bratapfeltee. So, Pause vorbei. Der Ikarus biegt sich ganz schön durch, so viel hast du dir angefuttert. Das hat doch da schon einen Riss seitlich. Ja. Vor die geräucherten Bratwürste, gleich angefressen sind wir jetzt. Letztes Stück hier. Wir haben jetzt heute gedacht, wir nehmen uns zu viel vor, wenn wir jetzt halt noch weiter oben bei Fahr am Main, da hätte man nämlich dann fast 20 Kilometer gehabt. Jetzt haben wir 12 und es ging so schnell vorbei. Wir haben jetzt schon 10,5, weil die Strömung so stark ist, hätte ich nicht gedacht. Aber wusste man halt vorher nicht, weil wir waren hier noch nicht und in Videos, die es dazu gibt, da haben wir das auch nicht so richtig gesehen. Aber echt herrlich hier. Wir kommen bestimmt einmal wieder her. Oder Friedrich? Ja? Wir kommen bestimmt hier wieder her. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Kommen wir hier mal wieder vorbei und fahren weiter. Also herrliche, schützenswerte Natur hier, der Wahnsinn, Natura 2000 Zugehörigkeit hat hier dieser Bereich, total klasse da, komplett ohne Hindernisse da runter zu fahren, kein Wehr, das man umtragen muss, gute Strömung und Österreich, bitte halten Sie Ihren Reisepass bereit. Die Wasserschutzpolizei kontrolliert hier in Österreich. Nee, Wasser- und Uferflächen, Naturschutzgebiet. Bitte respektieren Sie, dass das Befahren der Wasserflächen nicht gestattet ist, also ganzjährig zum Schutz der dort brütenden Rassen, Vogelarten untersagt ist. Dann respektieren wir das natürlich, das ist den ihr Bereich. Und wir haben genügend Wasser hier. Fahren wir am normalen Main weiter. Aber es sieht stark aus, wie viel Wasser da reinfließt.
Aber das ist doch die österreichische Flagge, oder? Rot, weiß, rot. Ich denke mal schon, ne? Ja. Jetzt auch mal davor aus. Rot, weiß, rot. Wir hätten jetzt gar kein Schilling gehabt. Ich habe jetzt gar nicht gewechselt. Euro gegen Schilling. Ja, ich weiß nicht, ob die Schilling noch so arg mögen. Das da vorne schaut ein bisschen aus wie die Playmobilburg von meinem Sohn. Aber wie heißt das, sagst du? Münster-Schwarzach. Münster-Schwarzach, da fließt jetzt die Schwarzach rein. Die gibt es aber irgendwie nirgends. Die findet man in keinem Kanuführer und sonst wo, diese Schwarzach da. Das Kloster schauen wir nicht rein, in die Schwarzach schauen wir rein. Wir sind jetzt raus aus dem alten, also aus dem Altarm vom Main. Aus dieser Schleife sind wir raus vom Main. Rechts kommt jetzt der Main-Kanal für die Schifffahrt. Das heißt, wir könnten jetzt auf Schiffe treffen. Was wir im Sommer auf alle Fälle mal machen müssen, ist Friedrich auf dem Sub. Da musst du mal Stand-up paddeln. Was wir im Sommer auf alle Fälle mal machen müssen, ist Friedrich auf dem Sub. Da musst du mal Stand-up paddeln. Ja. Im Sommer. Ja. Was sagt ihr da dazu? Liebe YouTube-Community, liebe Grizzly-Freunde und Friedrich-Freunde, sollte der Friedrich im Sommer mal aufs Stand-Up-Battleboard? Abstimmung! Also, das ist die Schwarzach. Hier. Klein, aber fein. Gibt's nicht im Kanuführer. Weiß nicht wieso. Könnte natürlich sein, dass, weil wir jetzt am Ende sind, dass die ein paar Kilometer weiter oben schon so flach ist und die Steine rausschauen oder so, dass einfach weiter oben nicht genügend Wasser ist. Aber hier schaut es ganz gut aus, ne? Ja. So, ansonsten sind wir am Ziel unserer Reise. Das erste Mal, dass ich am Main war, Friedrich war ja schon und war wieder eine klasse Tour. Danke fürs Dabeisein, danke Friedrich für die guten geräucherten Bratwürste und die Tour. Und ich bedanke mich beim Zitronenkuchen. Ja. Von seinen Kindern gemacht, von den Junggrizzlies. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 So, wo sind wir jetzt noch, Friedrich? Auf der Vogelsburg. Auf der Vogelsburg. Also die Vogelsburg ist da vorne. Ja. Die Vogelsburg. Und wir haben gedacht, wir schauen jetzt noch einmal. Genial, diese Schleife hier. Ne? Ja. Von hier oben, da geht es einen Weinberg runter. Nächstes Mal nehmen wir einen Schlitten mit, wenn es Schnee liegt, da kannst du runterrauschen. Nee, also da unten sind wir gefahren. Toll war's, ne? Ja, super. Und bei dem Wetter? Wahnsinn.